Hallo, wieder fünf neue Übungen, diesmal in Rückenlage. Also wir sind die ganze Zeit am Boden. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gleich die Matte holen und euch in Rückenlage begeben. Die Arme legt ihr neben den Körper, die Beine nehmt ihr nach oben, die Knie zusammen. Was bei diesen Übungen immer wichtig ist, ihr haltet die Bauchspannung, dass ihr nicht ins Hohlkreuz kommt. Mit den geschlossenen Beinen macht ihr große Kreise. Ihr entscheidet die Intensität mit der Größe der Kreise. Kleine Kreise, leichtes Training, große Kreise, intensives Training. Noch 20 Wiederholungen, die Drehrichtung ändern. Das wäre eure erste Übung. Bei der zweiten Übung fahrt ihr Fahrrad. Wichtig bei dieser Übung, die Beine weit strecken. Oft passiert das. Das ist aber kein gutes Training. Also schön lang die Beine weit ausstrecken, kraftvoll treten, als wenn ihr einen Berg hochfahrt. Noch 20 Runden, rückwärts. Unten strecken, oben beugen. Der Bauch passt wieder auf, dass man nicht ins Hohlkreuz kommt. Bei der dritten Übung stellen wir die Füße hüftbreit auf, spannen Bauch und Po an und heben unser Becken hoch. Vielleicht noch einen Zentimeter höher. Und hier oben kleine intensive Kreise. Die Betonung liegt auf oben. Wir kreisen nach oben, kleine Kreise. Wichtig hierbei, die Knie bleiben stabil. Also achtet darauf, dass ihr nicht mit den Beinen wackelt, sondern das Becken kreist und die Beine stabil haltet, nach 20 Wiederholungen in die andere Richtung. Dann senkt ihr das Becken wieder ab und lasst locker. Die nächste Übung stärkt die Bauchmuskeln. Die Beine lassen wir gleich so, die Hände an der Seite vom Kopf. Wir rollen uns auf, berühren mit der rechten Hand das linke Knie, wieder zurück zum Kopf. Mit der linken Hand das rechte Knie, zurück zum Kopf. Mit beiden Händen beide Knie und wieder zurück. Rechte Hand zum linken Knie, linke Hand zum rechten Knie, beide Hände zu beiden Knien. Diese Kombination, wie immer, 20 Wiederholungen. Ihr dürft natürlich auch gerne immer mehr machen, aber das wäre so der Standard, euer Pflichtprogramm, damit ihr nicht einrostet und fit bleibt. Und die letzte Übung, ihr legt die Arme wieder neben den Körper, hebt wieder das Becken an, hebt ein Bein winklig an und mit dem Standbein drückt ihr euch nach oben. Das Knie von dem gehobenen Bein senkrecht nach oben. 20 Mal die eine Seite und 20 die andere. Beine runter, Becken runter und locker. Dafür Spaß! Und los geht's.